Lange Zeit hat man zumindest den Eindruck bekommen, dass bei Niob im Hintergrund Werte erschaffen werden und das Entwicklerteam wüsste, was es tut. Dieses ganze Konstrukt ist vor kurzem in sich zusammengebrochen. Wie es dazu gekommen ist, fasse ich für euch heute kurz zusammen. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Lange Zeit war Ruhe um Niob, heute gibt es mal wieder ein Update aus aktuellem Anlass, was allerdings den wenigsten von uns schmecken wird. Kurz zur Rekapitulation des ganzen Niob-Konzeptes. Niob sollte eine Plattform später einmal darstellen, die ein komplettes Ökosystem, sprich Produkte und Dienstleistungen von A bis Z im Crypto-Space miteinander vereinen wollten. Es sollte also einmal eine Swap eben sein, wo man Coins und Tokens miteinander tauschen kann. Dann war es natürlich möglich, über Pools und Farms Liquidität zur Verfügung zu stellen, um eben Renditen zu erwirtschaften. Der Niob-Token war grundsätzlich ein deflationärer Token. Das bedeutet, man sieht es etwas weiter hier unten, dass eben es eine Gesamtversorgung von 600 Millionen Niob-Token gegeben hat und dass aber bei jeder Transaktion 3% Steuer von dem Transaktionsbetrag hergenommen wurden, die dann eben zum Teil auch verbrannt wurden und eben dazu geführt haben, dass die Gesamtversorgung stetig sinkt. Das hatte zum Ziel bzw. das hatte zur Folge, dass in den letzten eineinhalb Jahren etwa 20 Millionen Niob schon verbrannt wurden und somit natürlich auch langfristig ein Preisstützungseffekt hätte eintreten sollen. Weiterhin hätte auch eine Multi-Chain-Wallet kommen sollen. Das bedeutet, dass man mit einer einzigen Wallet nicht nur Bitcoins, ERC20-Token, sondern auch Forks davon hätte verwalten können und auch ganz viele andere Kryptowährungen und Blockchains hätte benutzen können. Es gab eine eigene, oder es ist eine eigene Akademie angekündigt gewesen, wo man einfach Grundlagenwissen vermittelt wollte bezüglich Krypto, aber auch was das Trading angeht, einen eigenen NFT-Marktplatz und so weiter und so fort. Es war also einiges in der Mache und es wurden auch regelmäßig AMAs abgehalten, wo man also den Fortschritt beobachten konnte, wo Fragen beobachtet wurden und diese waren meines Erachtens auch immer recht positiv. Es wurde relativ viel gezeigt, man hat einen gewissen Fortschritt eben auch gesehen, dass im Hintergrund auch etwas entwickelt wurde. Allerdings ist jetzt vor kurzem ein relativ großer Preissturz vonstatten gegangen von etwas mehr als 50% an einem Tag. Also der Chart auf CoinMarketCap, wie er hier zu sehen ist, war nicht sonderlich positiv über die letzten 12 Monate. Es gab hier zwar einmal einen kurzzeitigen Anstieg von 400 bis 500%, aber es ist über kurz oder lang auch wieder einigermaßen abgeflacht. Und hier kam dann ein besonders großer Preissturz eben von ursprünglich, was waren das hier, 0,3 Cent auf unter einen Zehntel Cent. Und ja, die ganze Story dahinter werde ich euch jetzt erzählen. Okay, fangen wir einfach mal von Anfang an. Wie ihr ja schon in dem vorgegangenen Chart gesehen habt, war einfach der Preissturz sehr markant. Das hat natürlich auch die komplette Community verunsichert. Die Community hat danach geschrien, dass doch bitte eine Stellungnahme abgegeben wird, was hier passiert. Das ist nicht vonstatten gegangen. Ich habe selber auch so ein bisschen recherchiert in den DEX-Umsätzen und mir ist einfach aufgefallen, dass eine massive Anzahl von Wahlen, Wale sind in diesem Kontext Investoren, die mehr als 100.000 Niob eben gehalten haben, hier eine große Anzahl verkauft haben. Das sind innerhalb von diesem Tag, ich würde mal sagen, locker 50 Transaktionen über die Bühne gegangen, in der 200.000, 300.000, 700.000 Niob-Token verkauft wurden. Und aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Liquidity-Pools auf PancakeSwap recht mager mit Liquidität und Volumen bestückt waren, hat sich das natürlich massiv auf den Pool ausgewirkt und hat dazu geführt, dass die Preisverschiebung immens war, was ganz normal ist bei dieser Poolgröße. Aber es stellt sich eben die Frage, warum denn diese ganzen Wale überhaupt verkauft haben. Und hier war es zuerst so angedacht, dass eben eine Stellungnahme kommt am Freitag. Die ist am Freitag nicht gekommen. Man hat auf Samstag vertröstet. Die ist am Samstag nicht gekommen. Man hat auf Sonntag vertröstet. Die ist am Sonntag nicht gekommen. Man hat auf Montag vertröstet. Am Montag hat man dann gesagt, okay, es wird keine Stellungnahme geben. Es wird am darauffolgenden Samstag eine AMA geben. Das meine ich, müsste der 27. gewesen sein. Ich habe mir schon das im Kalender eingetragen und war bei dieser AMA, beziehungsweise an dem Zeitpunkt, wo die AMA hätte stattfinden sollen, dabei. Und wie ihr an meinem Wortlaut vielleicht auch schon heraushören könnt, hat diese AMA kommentarlos nicht stattgefunden. Um 20 Uhr war ich eben in dem Telegram-Kanal, so wie es gehießen hatte, dass über Telegram dieser Voice Call oder diese AMA stattfinden hätte sollen. Und ich habe etwa 20, 25 Minuten gewartet und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das wird nichts mehr und da wird höchstwahrscheinlich nichts mehr dabei herumkommen. Wie ihr eben hier auch seht, ist einiges an
Kommunikation eben aufgetreten. Die Inhaber der Brave Lounge waren so nett und haben einen Voice-Channel für die Mitglieder des NIOP-Kanals geöffnet. Warum? Weil von der, man könnte sagen, Unternehmensspitze, was auch immer das hier bedeutet, die Anweisung kam, den Chat eben für Nachrichten zu sperren. Das heißt, hier konnte die Community nicht mehr miteinander kommunizieren, weshalb man dann eben auf diese Brave Lounge ausgewichen ist. Ja, auch noch einmal einen herzlichen Dank an die Kanalinhaber, dass sie das möglich gemacht haben, um zumindest dann zu ermöglichen, dass die verunsicherten Menschen sich einfach zusammenrotten können und über alles sprechen können. Es war auch tatsächlich so, dass der bisherige Admin Bitsy vor kurzem dann auch diese Gruppe verlassen hatte und dann aber auch in diesem Voice-Chat anwesend war, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und dann eben auch schon so kleine Einblicke gegeben hat, dass im Hintergrund bei NIOP offensichtlich einige Dinge nicht so rund laufen, wie man bisher gedacht hat. Ich gehe allerdings weiterhin nicht davon aus, dass sich hier um einen anfänglichen oder gleich am Anfang einen Scam oder einen Betrug gehandelt habe, sondern ich gehe rein von einer klassischen Unfähigkeit aus, von dem Entwicklerteam. Die haben einfach nicht gewusst, was sie da tun. Sie haben sich übernommen und kommen mit einigen Problemen nicht zurecht und können es wahrscheinlich nicht zugeben und wird hier aber am Endergebnis keinen Unterschied machen, ob es jetzt tatsächlich ein Betrug war oder einfach nur operatives Versagen. Es ist so, wie es ist. Allerdings hat das Ganze hier dem Fass noch den Boden ausgeschlagen, indem dann eben auch noch hier etwas weiter unten, lasst mich kurz etwas runterscrollen, das war eben hier die Ankündigung, dass die AMA am 24.06. eben stattfinden soll, die eben kommentarlos entfallen ist und hier eben dann auch noch vertröstet wurde, dass vorerst mal keine AMAs abgehalten werden, dass doch einfach die Mitglieder der Community Vertrauen haben sollten, dass im Hintergrund weiterhin entwickelt wird und dass die Produkte auch weiterhin so geliefert werden, ist für mich inzwischen überhaupt nicht mehr glaubhaft, weil wer so mit der Community umgeht, der hat es keinen Fetzen verdient, weiterhin auch nur eine Sekunde Beachtung zu bekommen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich selbst mit dem ganzen Projekt abgeschlossen habe. So, wir mal zur Story und wir rekapitulieren das zu guter Letzt noch in einem kurzen Fazit. Die letzten zwei Wochen bei NIOP waren tatsächlich unterirdisch. Eine absolut miese Kommunikation, bei dem ich einfach vermute, dass eine absolute Unfähigkeit mit dazu noch gekommen ist von dem ganzen Entwicklerteam und von der Unternehmensführung, falls es so etwas tatsächlich gegeben hat. Und dann noch zu guter Letzt die Community so mit Füßen zu treten, hat mich einfach dazu veranlasst, meine komplette Position zu verkaufen, den Verlust zu realisieren. Das war bei mir glücklicherweise nicht so wirklich viel, das waren etwa 500 Euro, da es für mich von Anfang an ein High-High-High-Risk-Projekt eben war und ich hier wirklich vorsichtig war, verhält sich mein Verlust hier natürlich noch in Grenzen, bringt mich auf gar keinen Fall um. Allerdings schließe ich jetzt komplett mit dem Projekt ab. Ich werde es nicht weiter verfolgen. Die Energie, die ich dort hineingesteckt habe, in die ganzen Recherchen, in den Besuch der AMAs und so weiter und so fort, sind in anderen Projekten mit Sicherheit besser aufgehoben und gewinnbringender eingesetzt. Aufgrund dieses Vorkommnisses, aber auch aufgrund anderen Vorkommnissen, da werde ich in zukünftigen Videos noch separat darauf zu sprechen kommen, sind grundsätzlich zwei große Erkenntnisse in mir herangereift. Selbst wenn es legitime Krypto-Projekte gibt, ist es in den seltensten Fällen tatsächlich gewinnbringend, in solche auch zu investieren, weil selbst wenn sie es wirklich ernst meinen, sind Krypto-Projekte in dem aktuellen Umfeld und wahrscheinlich auch noch in einer Zukunft relativ schwer, so zu einem Erfolg zu führen, dass sich auch ein Investment tatsächlich lohnt und die Gewinne, die man dadurch erhält, auch in einem ordentlichen Verhältnis zu dem Risiko steht, dass man eben bei einem Investment eingeht. Der zweite Aspekt ist der, dass ich offensichtlich bei weitem noch nicht so gut die Projekte und die Wertentwicklungen von Projekten einschätzen kann, wie ich es mir wünschen würde. Das spornt mich allerdings an, für euch, für die Community immer noch besser zu werden, mir immer noch mehr Wissen anzueignen, immer mehr Projekte mir anzugucken, diese auch von außen zu beobachten, wie die sich langfristig entwickeln, damit so etwas wie NIOP, aber auch andere Projekte, wir kennen das von Maifers Plan, wir kennen das eventuell von Infinity Masters, das wird sich jetzt die nächsten Monate noch herausstellen, nicht mehr so oft passiert und wir aber auch einen anderen Weg gehen werden, indem wir definitiv weniger Altcoin-Investments tätigen werden, wir definitiv weniger zentrale Investments tätigen werden und uns auf den Kern der Kryptowährungen konzentrieren. Das wäre für mich Bitcoin und Ethereum. Wenn dann nur noch Altcoins nehmen, wenn wir wirklich ein sehr gutes Wertentwicklungsprofil oder eine sehr gute Wertentwicklungsannahme hier treffen können. Ansonsten bedeutet das für mich und diesen Kanal und auch für euch, Schuster, bleib bei deinen Leisten und
Wir werden uns definitiv mehr darauf konzentrieren, wie man eben aus den Blue Chips, Bitcoin und Ethereum durch die Anwendung spezieller Strategien und Protokolle das Maximale an Rendite für uns herausholen kann, um zukünftig solche Spirenzien und solche Verluste vermeiden zu können und auch um einiges ruhiger im Crypto-Space agieren und uns aufhalten zu können. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Es ist zwar nicht sonderlich positiv, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Thank you.